Hallihallo Leute, ich bin wieder da und es gibt ein weiteres Türchen. Heute ist die Nummer 11 dran. Ja, was habe ich heute zu erzählen hier? Wisst ihr eigentlich, was Fado ist? Wahrscheinlich nicht, ja. Wusste ich eigentlich auch nicht, bevor ich das dann entdeckt hatte oder drauf gestoßen bin. Also Fado ist ein portugiesischer Musikstil, der besonders beheimatet ist in den Städten Lissabon und Coimbra. Fado ist dadurch gekennzeichnet, dass es von unglücklicher Liebe handelt, von sozialen Missständen, von der Sehnsucht nach vergangenen, besseren Zeiten und im Allgemeinen handelt es vom Weltschmerz. Fado hat charakteristisch arabische Elemente in der Musik, hat oft so Tonhöhensprünge ganz schnell. Ja, und Fado ist der Musikstil, der angeblich ausdrücken soll, was die Portugiesen miteinander verbindet. Ja, was hat das mit alles mit dem Bild zu tun, was ich euch gleich zeige? Das erfahrt ihr jetzt gleich. Bleibt dran. Herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal 35 Street. Okay, das wird eine doch, glaube ich, kurze Folge, außer mir fallen mir spontan wieder Gedankengänge ein. Aber so viel habe ich nicht parat heute. Es ist meine Nachtschichtwoche und ich bin total platt. Nachtschicht ist immer, ja, also ich weiß nicht, wie oft ihr das macht in eurem Leben. Wahrscheinlich gar nicht. So mal 10 Stunden wach bleiben, durchgehend. Kannst doch nicht schlafen, kannst dich nicht hinlegen, musst irgendwie doch immer konzentriert bleiben. Und manchmal auch im schlimmsten Fall durcharbeiten. Und naja, diese Woche ist schon heftig. Deshalb sehe ich vielleicht auch ein bisschen zerknittert aus. Okay. Das Foto, was ich zeigen will, habe ich ja schon angedeutet im Intro. Kommt aus Portugal mal wieder. Geschossen habe ich es in Lissabon. Und zur Entstehungsgeschichte gibt es gar nicht viel zu erzählen. Außer dass ich 2017 mit meiner Frau dort auf einem Städtetrip war. Es war wundervoll diese Woche. Also habe ich so schöne Erinnerungen dran. Wir waren seit langem auch mal wieder alleine. Kinder sind groß. Keine Sorgen. Und haben wir so richtig genossen. Ne? Und Anna hat auch erste Mal da, glaube ich, mich so erlebt, wie ich so. Also es war halb Städtetrip mit Stadt genießen und mit der Frau den Urlaub teilen und auf der anderen Seite natürlich auch Streetfotografie machen. Und das hat sie das erste Mal, glaube ich, so richtig mitbekommen, wie das so ist mit mir an ihrer Seite. Mit einem, der dann immer auf Sendung ist. Die Augen sind die ganze Zeit am Scannen und was kann man machen? Ja, und bei einem dieser langen Spaziergänge in Lissabon habe ich dann dieses Bild geschossen. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Ups, so. So. Okay, auf diesem Foto hier, was ich in die Kamera halte, ist es links und rechts etwas abgeschnitten. Ich blende das jetzt mal ganz ein, weil die Fenster habe ich eigentlich ganz drauf. Ich hatte das hier nur versehentlich falsch gedruckt. Ja. Was ist hier zu sehen und was gibt es hier zu sagen? Also, wer mich so ein bisschen kennt und mir so ein bisschen folgt, der
weiß, warum ich welche Bilder mache und was mich immer so triggert. Ich habe ja bestimmt schon öfter erzählt, ich habe immer so drei Kategorien, für die ich entscheide, ob ich das Foto benutze oder nicht, oder ob es für mich ein gutes Foto ist. Die eine Kategorie ist immer, ja, jetzt traue ich mich schon gar nicht mehr das Wort zu sagen, Storytelling. Ein lieber Gruß geht von hier mal rüber nach Twitter. Da wurde das neulich diskutiert. Storytelling. Man hört immer Storytelling, ein Wort, was irgendwie abgegriffen sei und ja, keine Ahnung, hat mich ermüdet, diese Diskussion. Ja, Storytelling ist natürlich nicht eine komplette Geschichte, gar keine Frage. Ja, das ist ein Storytelling ist immer ein Anstoß an euch. Das Foto soll bei euch was soll beim Betrachter was auslösen. Vielleicht eine Geschichte oder eine Erinnerung, die zu einer Geschichte führt, die aber nur in eurem Kopf weitergeführt wird. Ja, also das ist immer nur ein Anstoß für das, was sein könnte. Das ist Storytelling. So sehe ich das. Und das hängt immer nur von euch ab, übrigens, wie es im Allgemeinen mit der Kunst ist. Ja, das ist immer eine Reflexion von einem selbst. Also Storytelling finde ich super gut, wenn mir das irgendwie gelingt. Ist aber auch das Schwerste, sage ich immer. Finde ich auch wirklich. Was ich auch an zweiter Stelle sagen muss, wenn es mir gelingt, eine Emotion, ein Gefühl, wenn ich darüber versuchen kann, dass das Foto was in euch auslöst, das finde ich auch super. Da gibt es auch ohne Ende Beispiele für Liebe, Trauer, Humor, Schicksal. Ach, ohne Ende. Das finde ich auch super, das zieht mich auch immer total an. Ich habe aber noch eine dritte Kategorie und das ist dann so ein Ding, manchmal gibt es keine primäre Story oder irgendwie ein Gefühl. Manchmal, muss ich sagen, finde ich das Bild einfach cool. Ich finde es einfach cool, weil es enthält ein paar Elemente, die sind nicht gewöhnlich. Und bei diesem Bild hier ist es so, ja, es ist schon nicht gewöhnlich, weil ich werde halt auch immer gefragt, vor allen Dingen, also das Bild ist auch in meiner Ausstellung und die Leute fragen mich, was ist denn da, was sind das für Menschen hinter den Scheiben und wie kommen die da hin? Hast du dich da reingemacht oder so? Nee, ich habe da gar nichts reingemacht. Das ist einfach so, wie es ist. Ja, es sind drei große, riesengroße Fenster mit Fotografien von Menschen, die ich nicht kenne. Und die sind so überlebensgroß dargestellt. Und das hat mich einfach angezogen als eine Art Kulisse irgendwie. Klar, kein Bild ohne auch irgendwie noch einen Menschen oder Passanten oder irgendwas einzubauen, was damit spielen kann. Und in diesem Fall habe ich einfach nur mich da vorgestellt und habe gewartet, was so Leute vorbeigehen. Und ich fand diesen Moment hier am schönsten einfach, weil, ja, es sind einfach nur Menschen, die da vorhergehen. Ich fand gut, dass die so einen guten Abstand zueinander haben, dass sie zufällig so einen ähnlichen Gleichschritt gerade haben. Und habe das einfach miteinander kombiniert. Das war alles. Wer mal genau hinguckt, der sieht, dass ich mich spiegel in dem mittleren Fenster. Unten in der Mitte, ganz leicht siehst du mich da stehen. Ja, mehr kann ich zu dem Bild schon gar nicht sagen. Doch, ich kann noch ein bisschen was zu sagen. Ich kann das Intro noch mal auflösen. Was hat das eigentlich zu tun mit der Musikrichtung Fado? Ja. Es ist so, ich gebe meinen Fotos ja immer einen Titel. Ich finde es einfach super, dass es einen
Titel hat, dass es zu irgendwas wird durch den Titel, dass man durch den Titel auch ein bisschen lenken kann, aber nicht zu viel, weil der Betrachter auf was aufmerksam machen kann oder auf was draufstoßen kann. Und bei diesem Titel, bei diesem Bild hatte ich zuallererst gedacht, was kannst du das denn für, was kannst du denn für einen Titel geben? Irgendwie, mir fiel nichts ein und ich dachte irgendwie so ein Hausbesetzer. Das fand ich irgendwie gut. Die Typen da hinter den Scheiben. Und ich gebe eigentlich ganz gerne englische Titel. Und Hausbesetzer heißt auf Englisch Squatters oder Squatters. Ein Wort, was ich gar nicht kannte irgendwie. Das habe ich tatsächlich anfangs benutzt, obwohl ich immer ein bisschen Problem habe damit, weil ich, wenn es so speziell wird, kann auch der normale Betrachter, der normale Deutsche, der nicht so viel Englisch kann, auch mit diesem Wort nichts anfangen. Mit den meisten Titeln kann man doch direkt was anfangen, weil man dieses Wort immer schon mal gehört hat. Squatters oder Squatters, Hausbesetzer. In der Ausstellung, in der das im Krankenhaus hängt, wo ich arbeite, im Marienhospital, gibt es eine Ärztin, die arbeitet in der Gefäßchirurgie. Die heißt Claudia Olbrich und die hat mir gesagt, sag mal, dass die Frau hier unten in dem Bild, die Blonde in der Mitte, ja, das ist doch die portugiesische Fado-Sängerin Maritza. Ich so, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja, das könnte die sein, wirklich. Und dann dachte ich, okay, es könnte irgendwie Sinn machen. Dann habe ich danach gegoogelt und sie ist es. Sie heißt Maritza oder Marisa, ist eine der weltweit bekanntesten Fado-Sängerinnen und ich habe mich im Nachhinein nochmal entschlossen, das Bild umzubenennen. Es heißt Maritza. Ja, und das ist die ganze Story zu dem Bild. Leute, all you need is love. Habt noch eine schöne Zeit und ich sag mal bis morgen. Bye, bye. Thank you.